Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Montag zum Start in die neue Woche. Ja, meine Lieben, wir wollen mal schauen, welche Energien uns jetzt zur Verfügung stehen zum Wochenbeginn. Und zwar habe ich heute mir vorgenommen, einfach mal für das männliche und das weibliche Kollektiv getrennt zu fragen. Denn wir haben ja auch immer mehr Männer hier auf unserem Kanal als Zuschauer. Und deswegen fand ich die Idee, irgendwie mal passend zu gucken, ja, was macht denn eigentlich jetzt zum Wochenbeginn das männliche Kollektiv und wie sieht es im weiblichen aus? Dazu möchte ich jeweils nur eine einzige Tarotkarte aus dem Rider-Waite-Tarot herausmischen. Und dann gibt es noch zwei oder drei Klärungskarten aus dem Mond nach Glenormand. Da schauen wir dann einfach mal, wie sich das Ganze ergibt, ob sich ein Bild formt. Wir beginnen heute auch mal tatsächlich mit dem männlichen Kollektiv. Meine lieben Männer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass die Zahl der männlichen Zuschauer immer größer wird. Und ich frage jetzt, welche Energie steht euch zur Verfügung zu diesem Wochenstart im männlichen Kollektiv? Um was könnte es gehen jetzt zum Beginn dieser Woche? Oh, okay. Karten fallen schwer. Ich fühle so ein bisschen Unentschlossenheit. Schauen wir mal. Der König der Kelche. Du fragst dich, darf ich meinem Herzen folgen? Hier fällt der Kelchkönig, eine wunderschöne Karte, eine ganz tolle Energie. Ich habe vorhin gesagt, beim Mischen, wenn die Karten so ein bisschen zäh springen, dann ist es manchmal so verbunden mit einer gewissen Unschlüssigkeit. Und hier habe ich sofort den Impuls, dass es im männlichen Kollektiv weiter um die Herzöffnung geht. Der Kelchkönig ist derjenige, der vor allem auch seinen eigenen Kelch mit Liebe zu sich selbst füllt, um dann Entscheidungen aus dem Herzen heraus zu treffen. Wer mein Video gesehen hat zum Einfluss des Neumondes im Widder auf das Kollektiv der Seelenverbindungen, da war das sehr, sehr deutlich, ja, dass sich die Herzen öffnen möchten, dass dieser Widder-Neumond hier auch tatsächlich so ein bisschen Schubkraft geliefert hat und diese Einflüsse dieses Neumondes vom Freitag, die reinigen sich jetzt aus und scheinbar ist dann doch bei dem anderen einen oder anderen Mann das Herz wieder ein Stück weiter aufgegangen. Was ich hier auch fühle, du könntest im Moment auch spüren, dass wenn du dein Herz öffnest als Mann, natürlich nicht nur positive Emotionen, Gefühle in dein Bewusstsein dringen. Wir dürfen damit rechnen, wann immer wir unser Herz öffnen, dass natürlich auch schmerzliche Emotionen nach oben kommen. Also das fühle ich hier so ein bisschen, dass du dich vielleicht jetzt zu Beginn der Woche fragen könntest, wow, was bringt mir diese Herzöffnung? Ja, ich werde zunehmend empfindsamer. Der Kelchkönig ist auch sehr intuitiv. Vielleicht spürst du, dass sich deine Anbindung an deine göttliche Führung verstärkt. Vielleicht wirst du auch von Zeichen jetzt zum Anfang der Woche überhäuft aus der geistigen Welt. Ja, also all das wäre denkbar. Und wir bitten jetzt mal um zwei oder drei Klärungskarten aus dem Mond nach Glenormand. Warum ist hier der Kelchkönig gefallen? Ja, es geht um eine Beziehung. Vielleicht bist du in einer Beziehung und fragst dich, folge ich hier wirklich meinem Herzen? Oder aber du hast eine Herzensdame oder natürlich auch einen Herzensmann im Kopf, ja, für den du dich gerne öffnen würdest. Das ist jetzt sehr interessant. Vielleicht bist du auch, das ging aber schnell. Ja, also es gibt hier entweder für diesen Kelchkönig, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, gibt es für dich entweder eine Beziehung zu einem Menschen, zu einer Frau oder einem Mann, die dir unglaublich viel bedeutet. Da geht die Sonne auf, ja, wenn du diesen Menschen siehst, wenn du an ihn denkst. Und da könnte jetzt wirklich dein Herz zunehmend sich auch für diese Beziehung öffnen, dass du vielleicht auch Entscheidungen treffen möchtest, die diese Beziehung zulassen. Was ich aber auch fühle, es könnte sein, dass du noch in einer Beziehung steckst, die so ein bisschen Routine ist, ja, vielleicht eine Partnerschaft, die schon lange besteht, vielleicht bist du verheiratet und du hast irgendwie das Gefühl,
ich muss mich jetzt mal fragen, ob ich hier noch mit ganzem Herzen dabei bin. Ja, also dann könntest du jetzt zu Beginn der Woche diese Beziehung so ein bisschen beleuchten. Ist das wirklich noch das, was ich leben möchte? Wir bitten mal um eine letzte Klärungskarte. Ich habe das Gefühl, es möchten drei Karten fallen. Ja, also meine Lieben, besser geht's nicht. Du sollst deinem Herzen folgen. Ganz gleich, ob es für dich darum geht, dich auf eine Beziehung einzulassen oder ob du das Gefühl hast, du bist vielleicht in einer Verbindung, die nicht mehr wirklich deinem Herzen entspricht, ja, wo du das Gefühl hast, das ist Routine, da bin ich ja nur noch aus, ja, vielleicht Vernunftsgründen, ja, dann ist es hier entscheidend, auf dein Herz zu hören und immer wieder in dich hineinzuspüren. Es könnte dann allerdings auch sein, wenn du jetzt damit in Resonanz gehst, wenn du sagst, ja, also eigentlich weiß ich da, wo ich bin, bin ich nicht mehr richtig, dass es gleichzeitig bei dir schon einen Menschen gibt, für den dein Herz schlägt, ja. Also das sind ja wirklich wundervolle Karten hier fürs männliche Kollektiv. Donnerwetter, da erleben wir einen großen Schub nochmal in Richtung Herzöffnung, Entscheidungen aus dem Herzen heraustreffen. Ja, so fühle ich das. Ja, wir schauen jetzt mal ins Kollektiv der Damen, wir Ladies. Wir gucken mal, welche Energie steht uns denn jetzt zur Verfügung. Zum Wochenstart. Fällt auch nicht so bereitwillig. Vielleicht auch die Damen ein bisschen zögerlich, ein bisschen stagnierend die Energie. Oh, da fühlt sich jemand siegessicher. Vielleicht bekommst du heute oder jetzt zum Wochenbeginn eine tolle Nachricht. Das würde jetzt natürlich sehr gut zusammenpassen, wenn du tatsächlich jetzt für einen Mann auch in Resonanz gegangen bist. Ja, eventuell bekommst du da gute Nachrichten, dass sich jemand für dich entscheidet, dass jemand sein Herz öffnet. Ja, das wäre denkbar. Aber die Siegeskarte hier, die 6 Stäbe, sagen auch immer, dass man ja einen großen Schritt nach vorne gemacht hat in der eigenen Entwicklung. Wir hatten ja letzte Woche mit dieser Widder-Neumond-Energie so ein bisschen Aggressionspotenzial im Kollektiv, ja, auch so ein bisschen Wut. Man möchte bestimmte Sachen nicht mehr mit sich machen lassen, ja, Grenzen setzen, darum ging's. Und es könnte sein, dass du jetzt wirklich gestärkt aus dieser Neumondphase hervorgehst und sagst, okay, ich habe jetzt wieder meine Kraft gefunden, ich weiß jetzt ganz genau, was ich möchte und vor allem auch, was ich nicht möchte. Ja? In den Partnerschaften, Wunschpartnerschaften, Seelenpartnerschaften etc. könnte hier eventuell deine Klarheit, vielleicht hast du letzte Woche deinem Gegenüber eine Grenze gesetzt, ja, dazu führen, dass es hier in Richtung Herzöffnung weitergeht. Ja, so spüre ich das. Jetzt schauen wir mal aus dem Mond nach Glenormand. Warum ist hier die Siegeskarte gefallen? Eine Klärungskarte bitte zu den 6 Stäben. Also es könnte sein, dass es tatsächlich sich hier um eine karmische Aufgabe handelt. Das Kreuz fällt oftmals für schicksalhafte Aufgaben, die wir im Leben haben, ja, um uns ein Stück weiterzuentwickeln. Also es könnte zum Beispiel der Fall gewesen sein, dass du jetzt am Wochenende eine Entscheidung getroffen hast, die deinem höchsten Wohl entspricht. Oder aber du erhältst eine tolle Botschaft jetzt zum Beginn der Woche. Das kann auch ein Jobangebot sein, ja, wo du sagst, wow, das habe ich mir lange gewünscht. Und dann könnte diese Nachricht, die sehr positiv ist, denn die 6 Stäbe verkörpern auch immer mal sehr gute Nachrichten. Du siehst ja diesen Herold, der kommt sozusagen und verkündet mit dem Lorbeerkranz hier den Sieg. Also vielleicht geht es für dich auch um eine Angelegenheit, wo du schon länger dir gewünscht hättest, endlich mal erfolgreich zu sein oder die Früchte deiner Arbeit ernten zu können. Und dann könnte dich hier auch eine schicksalhafte Nachricht erreichen, die dir sagt, ja, jetzt ist es für dich Erntezeit. So, eine zweite Karte. Warum fällt hier die Siegeskarte und das Kreuz? Das ist auch ein Schritt in deiner seelischen Weiterentwicklung, ja, den ich hier wahrnehme. Hier fällt der Hund. Der Hund steht für Loyalität, für Selbstvertrauen, aber auch für Anhaftung.
Was ich hier sofort spüre, ist, es könnte sein, dass du eine bestimmte Situation, in der du auf etwas gewartet hast, ja, jetzt meisterst und die Früchte erntest. Vielleicht hast du gewartet auf ein Jobangebot oder du hast gewartet, dass sich vielleicht auch dein Herzensmensch bei dir meldet, ja. Aber was du nicht mehr getan hast in der letzten Zeit, und das könnte deine schicksalhafte Aufgabe hier auch gewesen sein, in einer Bedürftigkeit gewartet. Ja, also diese drei Karten sagen mir, dass du die Aufgabe erkannt hast, die Dinge so anzunehmen, wie sie nun mal sind. Ja, dass du das Warten aufgehört hast, dass du dir gegenüber treu warst, zu deinen Werten, zu deinen Prinzipien gestanden hast. Und das wird jetzt belohnt. Wir fragen auch hier mal noch nach einer letzten Karte. Ja, das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel. Also ich fühle, du hast vielleicht in einer Lebenssituation, das kann jetzt der Job sein, das kann eine Beziehung sein, keine Ahnung, ja, um was es hier für dich geht, hast du scheinbar auf etwas gehofft oder gewartet, aber vielleicht vormals ein bisschen in dieser Bedürftigkeit, dass du dir gedacht hast, wenn das nicht in mein Leben kommt, dann kann es mir gar nicht gut gehen, ja, oder ich bin erst richtig glücklich, wenn das und das passiert. Und der Schlüssel für deinen Sieg war, dass du erkannt hast, dass du diese Anhaftung loslassen darfst und darfst darauf vertrauen, dass alles zur rechten Zeit gut wird. Ja, so nehme ich das wahr. Wir schauen uns mal noch hier die Unterseite des Decks an. Ja, hier könnte es wirklich der Fall sein, dass, das gilt jetzt für das gesamte Kollektiv, dass man spürt, man hat sich etwas vorgemacht. Ja, auch hier im männlichen Kollektiv. Vielleicht hat dieser Kelchkönig sich lange Zeit vorgemacht. Er kann auch ohne sein Herz ganz gut leben. Ja, und jetzt fällt er sozusagen in sein Herz und spürt, wow, es gibt eigentlich nur den einen Weg und der ist der Weg des Herzens. Und du könntest dir im Klaren darüber geworden sein, dass auf etwas zu hoffen in einer bedürftigen Energie, dass du etwas brauchst, ja, nicht zum Erfolg führt, sondern dass der Schlüssel das Loslassen und das Vertrauen ist. Wir können uns auch hier die Unterseite nochmal anschauen. Ja, und dann gibt es schicksalhafte Wendungen. Ja, wenn wir unsere Aufgaben erkennen, und das ist hier so ein bisschen dieses Loslassen von Anhaftung und hier die Herzöffnung, passieren schicksalhafte Dinge für uns. Ich möchte sagen, das Rad des Schicksals kann sich dann für uns weiterdrehen. Also eine wunderschöne Legung, da passiert viel jetzt im Kollektiv. Wir holen uns jetzt zum Schluss noch einen Rat der Eulen, die Eulen der Glückseligkeit. Für das gesamte Kollektiv, welchen Rat bekommen wir heute noch von den Eulen für diesen Wochenstart? Jetzt muss ich sie mal holen. Ach, die ist genau unter die Kamera geflogen. So, die Eule, die schaut traurig aus. Ich lese mal vor. Du bist traurig, frustriert, deprimiert. Wenn du deine wahren Gefühle offen zeigst, ist das nicht schlimm. Im Gegenteil. Du bist so stark, dass du keine Maske brauchst. Wow, das nehme ich jetzt extrem für das männliche Kollektiv wahr. Extrem, ja. Ich habe zwar gesagt, für das ganze Kollektiv, vielleicht fühlst du dich als Frau auch angesprochen. Ja, vielleicht geht es auch hier für dich gerade darum, Masken fallen zu lassen, für dich einzustehen. Aber im männlichen Kollektiv ist es, im Prinzip schließt sich der Kreis. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ganz am Anfang gesagt, dass immer dann, wenn das Herz aufgeht, auch schmerzliche Gefühle nach oben kommen. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei einem Mann, der sein Herz lange Zeit unterdrückt hat, ja, mehr aus dem Verstand heraus gelebt hat, das Herz oder die Herzensbotschaften immer wieder ins Unterbewusstsein gedrückt hat, dass dann, wenn das Herz aufgeht, erst auch mal viel Traurigkeit hochkommt, ja, vor allem auch, ich möchte sagen, Traurigkeit über ungelebtes Leben, ja, denn oftmals schauen wir dann zurück und wissen erstmal, in welchen Situationen wir vielleicht viel zu lang verharrt
haben, nicht aus der Selbstliebe heraus gehandelt haben. Das alles spüren wir mit der Herzöffnung. Und das passt natürlich auch für dich hier, wenn du dich in dieser Situation vielleicht erkannt hast, wenn du vielleicht lange Zeit an jemandem festgehalten hast und hast im Prinzip gewusst, dass es für dich darum geht, eigentlich weiterzugehen, deiner selbst willen, ja, dass du um deiner selbst willen aufgefordert gewesen wärst, die Situation zu verlassen, weil das, was du hier vielleicht erlebt hast, nicht unbedingt mit deinem Selbstwert übereinstimmte. Ja, vielleicht wurdest du zurückgewiesen in der Beziehung oder jemand konnte sich nicht für dich entscheiden. Und auch da darf diese Traurigkeit dann sein, denn ganz oft ist man dann in den Situationen darüber traurig, dass man das schon so lange mitgemacht hat. Es kommt dann so eine Art, ja, Mitgefühl mit sich selbst auf. Und auch das darf sein, denn auch das ist schmerzlich. Ja, wenn wir erkennen, wir haben vielleicht lange Zeit nicht wirklich liebevoll uns selbst gegenüber gehandelt. Und auch dieser König der Kelche, ja, wenn vielleicht in einer Situation geblieben ist, die nicht seinem Herzen entspricht und er erkennt dann, was habe ich hier eigentlich gemacht, darf in das Mitgefühl für sich selbst kommen. Ja? Also wenn du jetzt als Mann zuschaust und vielleicht zurückblickst und sagst, wow, ich hätte meinem Herzen viel früher folgen sollen, dann nimm dich dabei liebevoll in deine Arme. Tröste dich und sag, okay, aber jetzt habe ich es erkannt und ab jetzt folge ich dem Weg meines Herzens. Es ist nie zu spät, meine Lieben, nie. Ja, ein sehr, sehr intensives Reading für diesen Wochenstart, wie ich finde, meine Lieben. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare. Ja, ich danke euch sehr auch für Vorschläge. Im Übrigen, ich werde, ich denke, morgen ein Video machen. Das gibt es dann auf der Website und über Vimeo. Und zwar für all diejenigen unter euch, die sich jetzt hier so ein bisschen sehen, die aus einer karmischen Seelenpartnerschaft kommen und jetzt so ein bisschen Probleme haben, sich wieder neu einzulassen. Und da wollen wir mal fragen, wie die Energien jetzt im Kollektiv für euch als Singles einfach für diesen Frühling jetzt stehen, was es hier zu erwarten gilt, was es zu beachten gilt. Das war ein Vorschlag von der lieben Tina. An der Stelle, liebe Tina, herzlichen Dank. Das ist eine tolle Videoidee und da werde ich mir morgen sehr viel Zeit für dieses Reading nehmen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du auch dann bei diesem Video dabei bist. Ja, jetzt wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche und schicke euch ganz liebe Grüße. Die Uli. Tschüss.